Vibe. Hey Barbara, tatsächlich ist es so, dass wohl für einige Zeit essentielle Güter nicht befördert werden können. Ich habe bereits mit einigen Zugführern und auch Logistikmanagern gesprochen. Die Bundesregierung hat eine einmalige finanzielle Unterstützung für alle Österreicherinnen und Österreicher beschlossen. Eine große Erleichterung für die Bevölkerung. Ein Planspiel bietet einfach die beste Gelegenheit, theoretisches Wissen in möglichst realitätsnahen Situationen praktisch anwenden zu können. Je öfter ich etwas übe, desto vertrauter wird es. Das heißt, ich bin es gewohnt, mit dieser Situation auch entsprechend umzugehen. Cybersecurity und Cybercrime sind in der Gesellschaft, aber auch bei uns im Sicherheitsapparat, im Innenressort, eines der zentralen Herausforderungen. Wir spielen Incidents ein und sehen dann, wie Teams reagieren. Die sollen jetzt in einer Stresssituation sozusagen die Prozesse für Notfallhandpläne durchspielen. Die Kommunikation mit den Behörden, mit den Unternehmern ist ein wichtiger Bestandteil in der Bewältigung von Cybersicherheitsvorfällen. Auch das Nachschärfen von Rollen, die im eigenen Unternehmen existieren. Die Akteure merken, was sie eigentlich leisten können und wo sie noch Nachholbedarf haben. Und sehen, wer möglicherweise das, was sie selber nicht machen können, alternativ einspringen kann. Und wo es Lücken gibt, auch für Gesamtösterreich im Bereich der Ausbildung oder im Bereich von Behördenrollen oder im Bereich von Unternehmen, die hier vielleicht auch noch Dienstleistungen anbieten können. Bis wann werden die aktuellen Schwierigkeiten denn noch andauern? Auch hier kann ich leider keine konkreten Antworten geben. Es wurde von offizieller Seite versichert, dass sämtliche Stellen und Experten damit beschäftigt sind, diese dramatische Situation so schnell wie möglich zu beheben. Die wichtigste Erkenntnis aus meiner Sicht ist, wie wichtig es ist, untereinander zu kommunizieren und wie schnell sich eine Cyberkrise zu einem ganz komplexen Kommunikationskonstrukt entwickeln kann. Es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Beteiligte, die man gezielt ansprechen muss, die man auch kennen sollte. Eines, was hier ganz besonders wichtig ist, ist, dass Unternehmen diese Vorfälle melden. Denn nur wenn wir sie melden und ein gemeinsames Lagebild erstellen, dann sind wir in der Lage, auch andere Unternehmen zu informieren und davor zu schützen. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, vor kurzem hat sich die Hackergruppe Shadow Chain zu diesem Angriff bekannt. Ich hoffe, Sie haben einen interessanten Tag erlebt. Danke, dass Sie diesem Planspiel auch das nötige Fundament gegeben haben. Konnte das Schlimmste verhindert und die Lieferketten wieder in Gang gesetzt werden. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen und vor allem ruhigen Abend.